Bei mir läuft. Das dauert ja mal einen Ticken. Und der Tisch vibriert. Mann, was ist das wieder für ein Kack hier? Fuck the police! Sabe? Was machen wir denn hier? Oh, keine Ahnung. Audi-Händler. Aber wir haben kein Geld dabei, Leute. Ah ja, Niklas aber. Der macht das schon. Ist das gewollt, dass hier nichts ist? Da eingestiegen? Also ich fahr jetzt dann, ne? Also. Ich weiß ja gerade absolut nicht, was ich machen soll jetzt. Wow! Hoch! What? Scheiß Banause! Wir müssen ein Spiel raus haben, ne? Warum? Weil das hier bei mir alles hängt, weil das lädt nicht. Hab mal kurz was gegönnt, ja, für uns. Ich bin ja gerade aus dem Spiel rausgetappt. Ich hoffe, wir können hier auch alle rein. Das andere Auto kann ich ja mal kurz verschwinden lassen, ne? Ist da noch wer drin? Ja. Ja. Also ich bin nicht mal dran, ich bin jetzt... Alles gut, guck mal, ob ihr alle einsteigen könnt, bitte. Ich weiß es nicht. Ich bin drin. Oh, da hinten Party. Oh. Becky auch drin? Nein. Hallo, ich hab grad Probleme zum Einsteigen, ich kann nicht einsteigen. An die Dingens... Wenn vorne schon jemand drin sitzt, cool. Dann wird's schwierig. Yo, ich sitz vorne. Okay. Ja, ich sitze so vorne. Nein. Danke, hi Pascal. Aber ich muss nochmal raustappen. Wollen wir jetzt Tankstellen machen? Ja, Pascal, ist klar, darfst du jetzt endlich mal, Dings spielen, GTA. Tankstellen klingt gut, ne? Wenn du das da musst, du abbiegen. Da musst du hin. Du bist schon Person, ne? Ja. Ach, da. Wow. Halt. Der kann kein Auto fahren, der Kerl. Der fährt noch schlimmer als ich. Okay, ja, ich fährt beschissener als du. Was? Ich fährt schlechter als du. Geh, Rosa, lieb. Wenn ein paar weniger Leute drauf sind, ja, gebe ich euch allen ein Auto. Und dann sehen wir mal, wie scheiße ihr fahrt. Besser als du, da steht ein Auto. Aber nicht mit so einer verkackt langen Limousine. Da war ein... Er hätte auch einen Bus holen können, ne? Dann wären wir... Darfst du endlich GTA spielen? Ist es hier irgendwie zu laut, zu leise oder sonst was? Du musst es sagen, weil ich weiß nicht, wie das rüberkommt im Stream. Da kann man, ja. Oh! Nimm mich selbst, ich hoffe, was soll man. Hallo, Patrick! Was brauchen wir dafür? Weiß ich nicht. Ich meine so von Skill her. Kann man meinen Stream angucken, ne? Du hast eh kein Skill, also. Ich hab Braune. Durch. Nein, ich halte mich an die Game Keys, Patrick. Ich möchte keinen Eintrag haben. Also es gibt heute Game Keys zu gewinnen. Was auch immer. Think. Was geht jetzt so? Das verraten noch nicht, Patrick, was es für Game Keys sind. Fahren ein Dreck, ey. Lass es lieber, sonst flippt das Auto gleich. Echt? Während der Fahrt, wenn du es während der Fahrt machst, ja. Das war, also... Er weiß mich auch so. Dennis hat ja auch heute ein Giveaway, Patrick. Nur ich. Oder, Schatz? Warum werde ich jetzt angeschrieben? Na egal. Fuck, war ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich glaube, ich habe langsam Hunger.
Ja. Und, so da, und ich habe auch Durst. Eins auf Rot, das soll ich auch mal was nehmen, ne? Es wäre schon auch manchmal praktisch früher. Ich hab Gelb. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Z? Danach? Hast du an der rechten Seite aktuelle Items? Ja. Kannst du drauf benutzen? Sind Zapfpistolen. Ja, ich gebe euch mal einen kurzen Schlüssel. Das heißt, ihr könnt mit U das Auto auf und zu machen. Na, komm damit. Wie genial sieht die Person hier aus? Ja, die sind alle unsere Tankstellenwärter. Gut, wie wollen wir das jetzt machen? Wollen wir jetzt wirklich Tankstelle ausrauben, oder? Ja. Die wird bereits schon ausgeraubt. Was hast du mir jetzt für einen Key gegeben? Die Waffe weg. Was? Ich hab grad einen Key gekriegt. Peter Black has... Das ist der Schlüssel fürs Auto. Key heißt Schlüssel. Ja, das ist mir klar. Ich lull dich jetzt einfach so lange dicht. Pack die Waffe weg! Okay, schön mal. Achso, es könnte passieren. Wer raubt denn gerade aus? Ist er nicht. Du raubst aus, ne? Immer aktiv. Ich glaub, ja. Habe. Warum schon kommt sonst der Chat? Also, es könnte passieren, dass der Kassierer sich am Ende niederschlägt. Ich muss doch nicht den Lauf haben. Es besteht eine kleine Chance, dass es passiert. Gut, ich weiß, dass der Stream bei mir läuft. Brauchst du mich nicht drauf hinweisen? Nein. Oh, ja, ihr habt das Spiel buggt wieder rum. Ich kann keine Sachen auswählen. Wow. Also, ich schätze mal, dass Polizisten schon unterwegs sind. Okay. Die werden sich erstmal wundern, dass diese so viele Leute sind. Ja, stell dich genau so an die Straße. Wir sind mitten auf der Straße, oder? Ja, ja, wir sind auf die Straße. Die Frage, was wir hier machen, wir fragen Kassierer ganz freundlich nach einem weißen Snickers. Das ist rassistisch. Ich weiß nicht, ob ich aus... Funkleiser machen, ist ja... Legend, ich weiß nicht, ob ich ausraube. Auf der Karte ist auf jeden Fall... Safe, die fahren mich um, die werden auf jeden Fall schon kommen, das wird schon reichen. Oh, scheiße. Okay. Ich lebe hier aber hin. Ja, leg dich halt hin mit dem Schild in der Hand. Mega unauffällig. Leg dich halt einfach mit dem Schild in der Hand hin, ist okay. Also wenn jetzt wegen die Polizei kommt, ist er genial. Scheiße! Soll ich mich verstecken? Der kriegt Ärger, Alter, der kriegt Ärger. Hallo! Hallo! Hallo. Wow. Übend hoch. Hallo. Können wir irgendwas für Sie tun, die Herren? Oder also, warum kommen Sie denn jetzt hier an? Warum ja. Schon, Koch? Was ist das für Frage, also, ja? Ich meine, Sie mit Ihren Kollegen. Das meine Kollege. Meine Kollege helfen mir. Okay. Also. Brauchen Sie Hilfe oder was? Sollen wir einen Arzt rufen oder ist alles okay? Warum Arzt, ja? Ja, sie meinten doch gerade, sie brauchen Hilfe. So ein Arzt. So ein Seelenklempner oder so. Kann nicht mehr voll lachen. Nein, ich brauch keinen, ja. Okay, also was ist hier los, ja? Wie weit ist hier los? Wir waren gerade tanken und wir haben gerade weiße Snickers gekauft. Nee, wir haben weiße Snickers gekauft. Wir haben weiße Snickers gekauft. Ja, weiße Snickers. Warum die Schwarze? Sind sie rassistisch? Nee, wir wollten unbedingt die Weißen, weil die Weißen schmecken nach weißer Schokolade und weiße Schokolade schmeckt halt besser als die schwarze Schokolade. Das stimmt auch wieder. Das ist ein Gerücht. Die sind einfach nur rassistischer. Sind wir gar nicht. Rassistisch. Okay, ich mag halt einfach die weiße Schokolade lieber. Ich kann mich damit besser personalisieren. Hallo Hans. Ich wollte schwarze Snickers haben, aber sie haben mir keine gekauft. Ich läuft voll immer noch mit dem Schild rum. Also aufpassen mit dem Schild, bitte. Warum geht das alles zu schnell? Also, hier, der Polizist, die scheinen ja ganz kooperativ. Du doch, Müller. Hallo, ja? Das ging doch nicht alles zu schnell für dich. Ja, hallo? Erzähl mir. Hallo. Gegen eine Mauer, oder was ist los? Ich rede gerade mit dem Tankwart, ja? Ja, muss ich verstehen, warum ein Kollege da vorne mit einer scharfen Waffe hier rumsteht? Also... Aber ich hab Angst. Hat man nichts gemacht? Warum stehen überhaupt alle hier mit scharfen Waffen rum?
Ist doch gar nichts passiert. Ja, mal wieder rumläuft. Kannst du dieses Shit mal bitte entfernen, ja? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich hab gesagt, man kann nie wissen. Das ist doch gut. Okay. Gehen wir wirklich so aus, gefährlich aus. Wir haben einen Mexikaner mit einem Bart, okay. Das ist vielleicht der gefährlichste von allen. Hast du das nicht gehört? Erstmal die Waffe weg. Trotzdem. Ja, sie müssen schreien. Oh, was? Oh, ich glaube, sie haben gerade ein größeres Problem. Was? Wartet mal ganz kurz hier. Steig an, ja? Steig an! Das ist viel wichtiger, ja? Ja, ja. Ich hab gerade absolut keinen Plan, was hier gerade ab sich geht. Ich auch nicht. Da ist es, jemand bricht in die Zentralbank ein. Die Zentralbank wird eingebrochen. Wir müssen dahin. Kein Problem. So. Gut, nur das war dann unser erster Tankstellenraub. Unser Sneakers einkaufen. Hast du noch ein bisschen kugelsicherer Kopfding? Kann ich machen, ja. Kugelsichere Kopfding. Auf dem Kopf mal kurz weggucken. Wie heißen das die Dinge nochmal? Ich weiß nicht, irgendwie ein Kopfding. Scheißegal. Auch noch was für ein Kopf. Haben Sie vielleicht Helm? Ja, aber ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Ja, ich meine. Wow, ich weiß auch nichts. So ein Aluminiumhelm, damit ihnen nicht die Aliens an. Ja, da liegt einer. Oh, der ist runtergefallen, du. Hab ich gemacht. Hier vor mir liegt einer. Also hier ist unsichtbar hier von mir. Kollege, der so ohne. Hat der Kollege auch einen? Nein, hat er nicht. So, ja, sagen Sie das doch. Ich hab doch gesagt zweimal. Haben Sie nicht. Hab nicht zugehört, tut mir leid. Ich komme sofort. Ja. Tut mir leid, dauert, es dauert noch eben. So, da liegt noch einer. Ich nehme den mal die Hände auf. Danke, Schatz, ja, ich liebe dich auch. Toll, genau dann, wie ich, ja, auch, wenn guck. Der einzigste Bankraub stattfindet, bin ich nicht im Dienst. Das ist Karma. Wer war das gerade? Mit dem Lalala. Ich bin aus Raum bis zum Abwinken. Tschüss. Alle ins Auto? Also unser schönes Schild wieder. Eine Scheiße, ey. Ich bin diesmal hinten drin. Niki mit ihren weißen Händen. Ja, die sehen halt komisch aus. Die sehen verdammt komisch aus, als wenn die gerade abgestorben sind. Alter, Schatz, guckst du mir unterm Rock? Dein Ernst jetzt? Ja, Niki, ich kann nichts aufwählen, ich muss glaube ich irgendwie connecten. Oh. Connecte mal in, geht Morrison? Nee, ne? Alter. Keine Ahnung, ich will drei Spawner. Sonst reconnecte einfach Lags halt. Wir kommen dahin. Bis Lags gleich. Halt. Boah, ich konnte gerade. Aber ich konnte echt nicht mehr. Ich habe versucht, mein Lachen zu verknappen. Es ging einfach nicht, wie der eine da geredet hatte. Ich habe nicht. Ich glaube, das war ein Türke. Lass da mal gleich anhalten. Dann sollen wir beim Tragen helfen. Wir helfen gerne. Ja, ich hoffe, dass sie da jetzt alles drumherum absperren. Sonst bin ich böse mit denen. Kopfdings. Voll, ne? Genau dann, wenn ich als Polizist nicht drin bin, passiert ein Bankraub. Ich glaub's nicht. Mama. Ja. Naja, gut. Komm, dafür kann ich mit euch Scheiße bauen. Das ist, glaube ich, sogar viel lustiger, als wie als FBIler da an der Bank zu stehen und Verhandlungen zu führen. Ja. Ach so, und wenn das, wenn ich zu schnell fahre, ab und zu mal aufblitzt, dann kann es das sein, dass ich geblitzt worden bin. Ich muss auch hier wieder Sicht klarkommen, das ist total komisch. Weil es alles links ist, nicht mittig. Ja, das ist diese tolle Arma 3, ich hab gemoddet Ansicht. Ja, weil das ist für mich total ungewohnt, auch wenn ich laufe, dass die Figur links von mir ist, statt in der Mitte. Das ist halt richtig komisch. Mich. Oh. Ja, hier wollt ihr fragen? ja, bleib erstmal hier. Hallo. Ja, bin. Hallo. Sollen wir helfen beim Tragen? Einmal bitte weiterfahren, ja? Wir wollen aber helfen beim Tragen. Ah, nichts helfen, fahr weiter. Ja, nur weil sie es sind. Boah, ich hätte Gero noch gefehlt mit dem Schild. Fuck the police. Ja. Da hat doch Gero jetzt echt gefehlt.
Da fahren wir dran vor. Wir hätten dran vor fahren müssen mit diesem Schild. Warum hast du deine Karte und ich nicht? Hatte ich wohl. Hätte mir ein GPS gekauft, doch. Ich hab das nicht vergessen. Wie öffne ich das Inventar? Lol, wo ist mein GPS? Da, ja, GPS. Es gibt so schöne Käfer. Kein GPS. Und da ist der erste Polizist tot aus unerklärlichen Gründen. Auch gut. Also, Deljin, ich habe ein GPS gekauft, aber kann es nicht einsetzen. Ja, ich gebe dir gleich mal eins wieder raus. Weil ich kann nichts sehen. Ich sehe keine Stahl. Alle oben gehopst. Ja. Wie öffnet man das GPS eigentlich? Echtes STRG und M. Was? Das ja. Echtes STRG und M. Also hier links ist das. Ich hab's das selber eben gehabt, wenn ihr versucht habt. LAC? Ja, Lags halt Automobilclub, sowas wie ADAC. Ich will nochmal kurz was zeigen. Da steht doch ADAC. Wo? Auf der Minimap hier. Ja. Müssen wir hier einen Führerschein machen? Oh Gott, Führerschein. Was denn? Oh, ich glaube, wir sehen gleich unseren ersten Rettungswagen, oder? Da ist einer, da ist er, da ist er, da ist er. Links, links, links. Hä? Ach toll, jetzt fährt er da links hoch, oder was? Ich möchte auch gerne eine Map haben. Ja, sofort. Nee, da fahre ich jetzt nicht hinterher. Och. Oh, schade. Langweiler. Weil ich habe mir echt ein GPS gekauft, aber ich weiß aber nicht, wie man das einsetzt. Zeig mal aus. Auto liegt 1. Wie gucke ich im Auto rum? Kannst du mir auch noch einziehen? Jo! Drück mal T. Jo! Ich bin gespawnt! Was bist du? Ich bin gespawnt! Nicht gespawnt. Du, hä? Ich bin aufgewacht! Ach so, ihr sagt das so. Der Kandidat, der ganz oft andere Wörter sehen. Also ja. können wir mal kurz das mit dem GPS-Ding da machen? Ja, es müsste jetzt eigentlich eins im Auto liegen. Ich muss mal ausprobieren. Hallo? Kannst du mir auch noch eins geben? Wie? Ich. Oh Mann! Wir müssen es auch sagen! Es liegt keins im Auto. Ach, es lag an eins im Auto. Doch, liegt eins. Er drückt einfach mal I. Müsste eigentlich immer noch eins im Auto liegen. Ach ne. Ich seh's auch. Gero, warst du schon mal der Medic? Ach, nicht bisher. Deine Maus nicht mehr. So, jetzt hab ich die Minimap. Deine Maus nicht mehr. Dann bist du auf einem anderen Monitor. Nee, sie hat die Maus woanders hin gehabt, als sie geguckt hat. Gut, also, wer braucht jetzt noch ein GPS? Warte, warte, weil ich hab's, glaube ich, gerade hingekriegt. Ich hab, glaub ich. Nö. Da nicht, ich hab ein GPS hier drin. Ich hab da nicht. Ich hab gehört, ich darf fahren. Nein. Echt nicht? Nee, mach da nicht. Ich hab ein GPS, aber geht nicht zum Benutzen. Du musst das GPS in deine unten rechts, unten die Leiste reinziehen. Geht nicht! Versucht Dennis ja gerade. Ihr und eure Probleme, richtig. Es ist gar nichts bei mir. Ja, nee, ich hab mir grad Pizza bestellt und du? Noch im Auto. 40 Zentimeter. Genauso wie ein Ding, Alter. Es ist so hinten drinne. Mama, Escape. Sind nicht 40 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Gero. Geht nicht, ich kann mein GPS nicht nutzen. Moment.
Warum hast du versucht, mich anzurufen? Ja, ich? Ja, wo du weg warst. Ja, er hat den anderen so, erklärt, dass wo bleibt kurz... eigentlich der Vogel, Alter? Er muss geflogen? Da runterladen, ne? Hey. Dann ist es gerade fast bei mir im Einstellen. Sag mal, er soll den Vogel jetzt anhauen, wann er jetzt kommt. Macht er gleich. Er soll ihm die Prügel raushauen. Also bei mir ist Spiel so, ich kann keine Karte einsetzen. Also nicht die kleine Minimap über das GPS. Geht nicht. Bitte? Die kleine Minikarte geht bei Niki nicht. Keine Ahnung. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Müssen wir irgendwann anders mal gucken. Ja, ist trotzdem doof, weil ich würde gern schon sehen, wo ich bin. Und Dennis kann gucken, ich nicht. Gar nichts. Oh, das ist nicht mal witzig, wenn du mich nachmachst. Du war ich ein bisschen lispel oder so. Ich muss mal kurz was klären. Schon wieder. Ich will eigentlich den ganzen Tag über auf. Oh. Toll! Guten Tag. Hallo? Ja, hier ist die Bürgermeister. Hi, ja, ich fahr schon weg. So einfach geht das. Einfach Maul aufmachen, die Leute zusammenscheißen und geht das. Niklas! Fick dich! Sollen wir aufsteigen? Ja, warte mal kurz. Komm gleich, die Garage wird gerade blockiert von irgendein unsichtbares Fahrzeug. Ja, komm her. Ja, wenn wir hier mal gucken. Hier ist irgendwie ein Inventar. Das ist Parkhaus. So, und ich schätze mal, hier ist irgendwie ein unsichtbares Auto, das blockiert den Spawn. Ja. Also Hust, ich war doch vorhin nicht Hust. Ich einfach aus dem Fenster raus. Und steht da dieser Mexikaner mit dem Schild in der Hand. Mexikaner sind einfach geilste. Ja. Ja. Also hier soll wohl ein Auto stehen, ja. Hier ist ja auch ein unsichtbares. Hier ist ein Autoinventar, was man hier rein kann. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich es löschen soll. Ach, Gero. Das Problem ist, ich kann auch kein hier Inventar und das beschlagnahmen. Ja, Gero, dass du bei mir zuguckst, wa? Da auch nicht irgendwie. Boah, wenn bei mir jetzt auch. Das Lustige ist, da steht aber auch keine. Ich hab gerade so einen mega cool dran. Ja, wir müssen gucken, was wir uns erst machen. Muss mal gucken, vielleicht hält mein Vater ja diesmal sein Versprechen ein mit der Pizzeria. Wäre doch cool. Wäre schön, ja, nur das sagt er auch schon seit über 2 Monaten. Ja, das ist kaputt dann. Ich hab hier gerade 13 bis 14 Frames. Boah, genau 22. 17. Ich weiß es gar nicht. Warte, ich muss mal schauen. 12, 13, 14, immer so in dem Dreh. Ja. An dieser Stelle 20, 25. Ich krieg mal dein Gehalt? Ja. Hey. Du kriegst Geld? Ja, du auch. Ja, jeder von uns. $350? Auf dem Konto direkt immer, ne? Wäre witzig, wenn man so Bar kriegen würde. Und das alle 5 Minuten ist doch geil. Ja, ich schreib eben den Dispatch. Oder lange Spaß, dann kannst du dir hallo, das Ordentlichchen. Das ist jetzt scheiße.
Ja gut, wo ist denn der Herr? Der Herr da hinten? Hast du eine Nachricht von einem Admin erhalten? Das bin ich. Also, das Parkhaus im Lakeside ist derzeit leider defekt. Warte. Ich glaube, das ist ja, das, wo wir gerade stehen. Nein. Das hat man nicht gehört. Okay. Ja, ich hab dich ja, weißt du, durch Facebook hab ich das ja bei dir gesehen mit deinem Stream. Boah, das ist okay. War ja auch gestern bei dir mal Zuschauer, ne? Weißt du ja, wenn du es nicht vergessen hast. Ja, Alex und Audi. Alex, wo bleibst du eigentlich? Du musst noch Mods runterladen. Schätze ich mal. 80% hat. Bei 80% komme ich auch bald. Achso, deswegen ist mein Name aufgefallen. Achso, cool. Ja, freut mich auch, dass du auch mal bei mir mal reinschaust. Ja, siehst du, ich habe noch keine Facecam. Kommt ja noch. Habe ich ja gestern auch noch bei dir geschrieben. Noch. Was? Noch. Ja, das dauert noch, bis ich mir eine leisten kann. Ich auch. Du hast doch eine. Ja, und die ist scheiße. Dann ist es dafür entscheidet, den Laptop zu holen, dann kann ich ja die Webcam gratis dazugeben. Wir müssen erstmal Geld sparen. Wir haben gerade erstmal heute Gaming-Stühle gekauft. Dass wir endlich mal vernünftig sitzen können. Ich aus solchen. Ich ziehe mein Häuschen gerade frisch ein, Stühle. Boah, wer fährt eigentlich? Der Elgin bestimmt. Elgin. Wir sollen sonst fahren. Ja, bei der Academy habe ich ja gestern auch noch vorbeigeschaut. Hab ich ja auch Bewertung dagelassen. Ja, Gaming-Stühle halt. Da sind jetzt halt keine richtigen Gaming-Stühle, deswegen. Bitte wieder umdrehen. Im Auto. Was denn? Umdrehen. Bitte einmal wieder umdrehen. Aber ich muss auch dahin. Ja, aber erst dann fahren sie außen rum. Richtig, aber hier ist kein Durchkommen. Boah, da sind doch Lücken in ihrer Abspannung, da kann ich doch durchfahren. Einmal bitte umdrehen und umfahren das Gebiet hier, dankeschön. Achso, wie sollen sie umfahren? Soll sie umfahren? Umfahren. Oh, das ist ein Fahren, Mann. Aber das ist doch jetzt. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, weswegen denn? Machen sie jetzt also, hier einfach nur Zirkus oder was? In diese Richtung wieder zurück. Fahren sie an der nächsten Kreuzung dann nach rechts. Dann fahren ja, nee, da musst du ja den ganzen kleinen Pissweg da lang fahren. Nee, da habe ich ja keine Lust drauf. Dann fahren sie wieder bis zur nächsten. Kann ich nicht einfach jetzt rechts in die Abfahrt? Wer merkt sich das eigentlich? Nein, können sie nicht. Ihr Kollege durfte doch auch dran vorbeifahren. Warum darf ich das nicht? Also. All das Polizisten sind. Sehen Sie mal, Jan, ich gebe Ihnen, jedem 1000 Euro. Ja, geht das dann? Jetzt müssen die voll überlegen, ob sie das annehmen, das Angebot oder nicht. Ja, nee, das sind halt keine richtigen Gaming-Stühle, das sind halt so Bürostühle, sehen aus wie Gaming-Stühle. Und ich hoffe mal, dass sie bequem sind, oder? Schatz. Ich denke mal schon. Wie keiner hat sich schlimm mitbekommen und dass wir dran vorbeifahren. Also, ich hab die ja gerne gekauft. Was? Die Leute, ich wollte nur sagen, nur weil du das Radio benutzt, ne, also die Funke, heißt nicht, dass wir die anderen dich nicht hören können. Ja, ich wollte aber nicht, dass die Bullen das mitbekommen, Mann. Das tun sie trotzdem. Echt? Ja, ja, komm doch mal an, wie laut du wirst. So, muss ich ja. Ich weiß es doch nicht, ich spiel zum ersten Mal, ja, Arma. Ja, ist gut. Ja, ich wollte es aber nur gesagt haben. Ah, oh, okay. Wir jetzt anhalten, Alter, wir werden am Arsch gewesen. Nein! Ich werde hier rumgeballert. Niki, von welcher Marke sind eure Stühle eigentlich? Ist das so? Wissen wir jetzt nicht aus dem Kauf. Okay. Die haben wir aus dem Realmarkt gekauft. Real, einmal hin, alles drin. Und richtig. Real, einmal hin, alles weg. So teuer waren sie auch wieder nicht. Das ging aber trotzdem zwei Stück auf einmal. Schon ein bisschen viel. Ja. Aber ich weiß schon, wenn ich eine Facecam habe, kommt ein Horrorgame dran, Manu. Du brauchst eine Webcam. Deswegen hab ich gesagt, wenn eine Cam da ist, dann kommt ein Horrorgame dran. Ja, sie hat die Witzig verstanden.
Wo ist eigentlich Manu überhaupt hin? Der Manu ist noch da. Ich bin hier. Oh. Nee, bei uns war es ein bisschen weniger als 80 Euro pro Stuhl. Ich habe auch 75 für meinen Bürostuhl bezahlt. Der ist auch mega. Ich habe mein Geschenk bekommen. Wie viel haben wir jetzt bezahlt, Schatz? Bürostuhl 60. Ja, dann kann ich sagen 120 Euro. Ja, warte mal ganz kurz, muss mal ganz kurz. Nee, es wird ein anderes Horrorgame sein, nicht Resident Evil. Nicht? Nein. Nicht? Kein Mainstream, oh. Es wird eins sein, was ich beim Pantoria gesehen habe. Und noch ein anderes, was ich mir eigentlich den letzten auch mal gekauft habe, weil ich angefangen hatte zu streamen, aber dachte ich mir so, nee, komm, hör ich auf. Da müssen die Leute meine Reaktion sehen, wie ich Angst kriege bei dem Horrorspiel. Hast du nicht immer Angst? Hm. Nachrichtigung. Was denn gefällt dir Beitrag? Wollt mir nicht eigentlich jeder ein Auto kriegen? Ja. Wird aber ein bisschen teuer, hm? Also ich meine, das gibt selbst mein Konto nicht her. Kannst du uns. Was soll ich machen? Ja, Daniel tut nix. Du wolltest uns eigentlich rauslassen, damit wir nochmal die Tanke überfallen können. Ja. Also genau, das kann ich auch genau. Denk dran, diesmal sind es schwarze Snickers, ne? Fühlen sich aber die Weißen diskriminiert. Echt? Das heißt, wir kaufen einfach beide. Wird bereits aufgeräumt. Okay, jetzt mach ich. Wer ist denn gerade so? Gero? Ja? Kann das sein, dass du dem Tankstellenwärter zum gekommen bist? Tim, wie liegst du denn da? Ich hab das Fenster gestellt, warum? Kann das sein, dass der ganz schön salzig auf euch ist, dass die Klappträge ankommen? Hilfe. Gero, geh wieder mit dem Schild auf die Straße. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen, weil ich hocke hier einfach so rum. Geil, Leute. Zum Glück steht er neben mir, nicht vor mir. Haut da rein, Jungs, ne? Ich fahr dann, ne? Tschüss! In einer Stunde ab, ne? Tschüss! Was sind wir Assi? Leute! Oh, Alex ist bei 93%. Wow, Alex, super! Wir wollen. Sollen wir alle Runde schwimmen gehen, Leute? Na toll! Okay. Ist gefeiert. Kann man auch aussteigen und den Windows-Muskel benutzen und auf umdrehen. Mach mal eben. Was, den Muskel? Umdrehen, ne? Umdrehen. Aber nicht hinter das Auto stellen. Und auch nicht vor das Auto. Ja, noch einmal. Nochmal. Könnt ihr uns bitte wegholen? Nochmal. Ja, reicht doch. Wir hängen gerade fest, Leute. Ja, Janik, hier ist unsere lustig. Farbe gehört. Echt lustig. Ich hab 300, ja? Was für 300? Basket. Geschiete, du Spastmann. Nein. Nein! Jetzt hol uns hier raus, verdammt. Sehr gut. Hallo, da sind wir wieder. Mädels, wie geht's euch? Ich will das nicht länger haben hier. Ich kann mit euch nichts machen, ich kann euch nicht freilassen, gar nichts, ehrlich nicht. Warum sind die jetzt eigentlich da drin? Warum hängen die so eigentlich? Wir wurden mal. Okay, das Onkelchen, dir auch noch viel Spaß. Dankeschön. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Nee, ich kann gar nichts. Halt einfach blöd. Mit dem Maul. Vor allem, was? Ich wollte ausrauben und dann lag ich hier. Warum probierst du denn den noch auszurauben? Also ich meine, irgendwer hat ja angefangen, warum hat der andere noch probiert auszurauben? Wisst ihr eigentlich, wo... Sollen wir den mal einen Headshot geben? Vielleicht bringt's ja was. Oh, Leute, steig schnell ein. Was? Ich hab Kopfsirin gehört, steig schnell ein. Scheiße! Steig schnell ein! Ihr seid so scheiße! Einsteigen die Gegend! Wir haben... Wir haben Manu da hinten gelassen, wa? Ich sitze neben dir. Achso, boah, sind wir asozial. Ich hab keinen Bock auf Ärger, ich hab Waffen. Geil.
Dafür keine Waffen dabei haben? Nein! Natürlich darf man keine Waffen dabei haben. Die beiden sind auch bewaffnet bis an die Zähne. Wow. Wir fahren jetzt mal unauffällig dran vorbei. Boah. Da bin ich dazu. Ich kenne die nicht. Hier? Ich hufte. Die sagen einfach so, ja, Mensch, guck mal, wer da wieder eine Tankstelle überfallen würde. Nee. Hiro schreibt mir erstmal stumpf, fick dich. Leute, heutzutage. So, Niki, nicht mal lachen. Wow. Oh mein. Wir haben schon gepetzt, dass wir dazugehören. Ja, einer hat schon auf uns gezielt, ja. Scheiße, gleich verfolgen die uns. Wir sind nur zu zweit, die können uns nicht verfolgen. Dann schicken die anderen Leute vor. Wir sind beide im Bankraub. Boah, zum Glück können die uns gerade nicht hören, ne? Ich muss sagen, Tim, geschieht das recht. Oder Manu? Nö. Wie nö? Nö. Ist das dein Liebling? Manu? Was denn? Das ist dein Liebling, der Tim. Ich verstehe dich gerade, die Verbindung ist so schlecht. Du mich auch. Nee, ich dich nicht. Nee, lass mal. Ich hab eine Idee. Die sollen... Warte mal, ich schreib mal kurz hier hoch. Guck mal, wer ist immer lieb zu dir? Hm? Wir, also, nicht Tim. Merkt. Leute, ich hab die Idee. Die sollen sich jetzt in den Knast bringen lassen. Weil die das Ticket dann nicht bezahlen können, angeblich. Auch wenn sie es bezahlen können, ist mir egal. Damit die in den Knast kommen, weil dann können wir die da rausholen. Dann würden wir gleich einen Helikopter kaufen und holen die raus. Ja, aber ich kann aber nicht schießen, Leute, ne? Weil wir mich schießen sollten. Ja. Dann sitze ich im Knast wegen euch. Lachen ist mir voll warm geworden, Leute. Ja. Was machen die auch für eine Scheiße? Ich hoffe jetzt nur, dass Gero das jetzt nicht dem Polizisten erzählt, dass ich dem gerade versuche beizubringen, dass wir ihn aus dem Knast tun wollen und dass die dann am Knast auf uns warten. Das wäre semi. So asozial. Ja, komm, was haben wir gerade gemacht? Das wäre die Rache von denen. Naja, Gero geschieht's auch recht. Verarscht mich die ganze Zeit. Ja, nee, weil ihr wisst, dass ich einen Sprachfehler habe wegen meinem Lispeln und alles. Dass ich mit diesen Tönen und so, dass ich dafür nichts kann. Und dann verarscht er mich einfach. Geht gar nicht. Also was? Ich kann ihm auch noch schreiben, dass er kein Ticket bezahlen soll. Lol. Bei mir steht unten links, nee, unten rechts ein Glas Wasser wäre gut. Können wir ihn das nicht einfach funken? Die Bullen hören das doch. Wobei, ich weiß nicht, ob sie die Funkgeräte noch haben, aber wir können es probieren. Tim, auch nochmal für dich, ganz kurz. Ich hoffe, du hast dein Funkgerät noch laut. Sag einfach, ich kann das Ticket nicht bezahlen und geht dafür ins Gefängnis. Wir holen euch dann aus dem Gefängnis raus. Ja. Aber der Punkt, obwohl er eigentlich gefesselt ist. Warum hast du gerade ein Handy gehabt? Geht das? Du gehst aufs Telefon. Über Z. Du gehst auf Z und dann klickst du auf Telefone, dann hast du ein Handy in der Hand. Da kannst du halt Leuten schreiben und sowas. Ist aber eigentlich nicht wichtig. Also da unten. Weil wir haben ja Funk. Aber mich regt das immer noch auf mit der Map, dass ich die Map nicht ansetzen kann. Also, falls die beiden wirklich in den richtigen kommen. Entschuldigung. Polizeiakku, weil ansonsten müssten wir den halt anders aushelfen, weil aus dem Polizeiakku wird das nicht so einfach gehen wie aus dem Knast. Das Lustige ist, wenn wir in den Knast einbrechen, wird es erstmal verdammt laut, weil da die ganze Zeit die Sirene dröhnt. Und die ist. Können wir eigentlich die Ohrstöpsel nochmal nutzen, das wäre ich ein Muskel.
Ich glaube, irgendwas mit Windows. Die müssen wir ausprobieren mit Windows. Da müsste sich entweder, also. Limousine, Insassen. Genau. Dann müsst ihr mal Steuerung und Windows drücken. Seht ihr dann was anderes, wenn ich Steuerung und Windows drücke? Ausrüstung, Anrüstung. Genau, Ausrüstung dann. Geblockt. Soll ich die ansetzen? Ja. Gedrückt halten oder mit der Maus dahin gehen? Loslassen. Hören wir uns denn trotzdem noch normal? Ich denke schon. Jetzt bist du was leiser. Ehrlich? Ja. Hat sie mal wieder rausgemacht? Also. Ja, ein bisschen leiser und die Ohrenstöpsel haben eigentlich eher den Zweck, dass man, wenn man schießt, dass du keinen Tinnitus bekommst. Ach so. Genauso wie, dass wenn wir jetzt Helikopter fliegen, dass wir zum Beispiel am besten uns Helipilotenhelme holen müssten, damit wir nicht ohnmächtig werden während des Fliegens. Wie weit ist Alex? Alex, wie weit bist du? Noch mal eben kurz auf dem Klo. Ich in der Zeit mal gerade meinen Vater fragen, was es zu futtern gibt. Okay. So, fährt. Bis gleich. Bis gleich. Aber Delgim, die beiden sind eigentlich selber schuld, die so Mist machen. Ja, vor allem, warum der eine, weißt du, der eine wurde festgenommen, den hätten wir auch da lassen können. Warum bezahlt der denn, der Idiot? Wer denn? Meinst du jetzt Tim oder meinst du Tim, Gero? Tim. Gero hat's mir gerade geschrieben. War so ein Idiot, ey. $2000! Geil, jetzt ist bei Gero zu spät. Ach, das waren die zwei gewesen. Elias hat einen Strafzettel drauf reingeballert. Das ist der von vorhin uns auch gesehen hat. Ja. Wo seid ihr? In der Pampa. Was? In der Nähe. Also ich bin jetzt frei. Wir müssen dann gleich nur noch Gero aus dem Knast holen. Ja. Sind die Cops gerade abgezogen oder ziehen die gerade ab? Da kommen die Bullen. Jetzt abziehen, warte, die stehen jetzt hier und die dürfen aber gleich wegfahren. Ich werde aber noch Bescheid. Der Alex ist da! Cool. Ich hoffe, da passen dann alle trotzdem noch ins Auto. Wie viele Plätze sind da noch frei? Es müssen insgesamt 3 Stück frei bleiben. So, die fahren jetzt weg. Sind weg. Oh. Es ist aber nur noch einer insgesamt frei. Naja, 2. Ja. Vorne und hinten. Das heißt, die müssen so oder so später irgendwann auf andere. Tim muss im Kofferraum. Ja, hat er gesagt, die sind weg, ja, ne? Leute, Tim muss im Kofferraum. Oder Gero. Es gibt Autos, wo das geht. Es gibt Autos, wo das bei geht. Alex gehört Ben nach vorne oder bei oder neben uns. Ben, wo bist du? Ich bin hier vorne. Überfahren. Freundschaftspreis von 2000 bekommen. Ja, du bist also. Das waren unsere Freunde von eben mit Fuck the Police. Nein, das waren dieses Mal andere. Nein, das war derselbe, der Elias. Den Namen habe ich mir eben am Anfang gemerkt, wo wir Tankstelle ausrauben wollten mit dem weißen Stickers. Der ist so isotrassistisch. Der mich gefragt hat, der war ein anderer. Alex kommt jetzt gleich auch. Und Niki, man kann dir zwar schon um den Rock gucken, nur der backt so, dass man da überhaupt nicht hingucken kann. Du sollst immer noch nicht unter den Rock gucken. Das geht doch nicht mal, Mann. Oder? Schatz? Oder? Der guckt mal unter dem Rock. Wenn ich da. Das ist nicht im Sichtfeld, Entschuldigung. Da musst du deine Beine nicht so breit machen. Mach ich doch gar nicht. Du setzt dich dahin wie ein Kerl. Ja, tut mir leid, wenn das die Frau aussieht wie ein Kerl von der Fresse her. Keine Titten hat, tut mir leid. Ja,
Wenn es keine vernünftigen Klamotten für die Weiber gibt, boah, ich weiß schon, welches Outfit ich haben würde. Am liebsten von Life is Strange, die Chloe. Die sind so geil, die Klamotten mit so sozusagen Cowboy-Stiefeln und so. Boah, das ist so Hammer. Ey, was macht ihr denn hier? Wir haben den Tim abgeholt. Was gibt's bei dir zu futtern? Wir müssen nur gleich gucken, dass wir heil an der Bank vorbeikommen, ohne dass die Cops uns Nagelbänder und das Auto schmeißen. Warum das denn? Ja, weil wir da vorne schon mal dran vorbeigefahren sind. Mann. Wie beendet man eigentlich das Spiel? Also ist das dann wieder arg, Escape, dass man dann einfach, Wie wir es jetzt schon... Dann auf Abbrechen. Bis jetzt gehen? Das dauert ein bisschen, weil du musst 10 Sekunden, glaube ich, noch warten, bis du es genau. Abbrechen kannst. Und über Z solltest du es einmal vorher speichern. Okay. Ja, wie? Tetris spielen, Dennis, ja, Tetris spielen. Also Sync Data, oder wie? Ja. Okay. Warum gehst du jetzt? Mein Vater hat eine Bedingung gestellt. Ich muss mit zur Pizzeria runterfahren und dann da reingehen, weil er ist ja zu faul, sich eine Hose und ein Hemd anzuziehen. Oh Mann, super. Und da musst du aus dem Spiel raus. Ja. Kommst aber dann später wieder? Ja. Okay. Ist er nicht schlimm? Wenn du bitte jetzt aus dem Spiel gehen, oder wann? Würde ich jetzt dann machen, ja. Gut, dann steig mal bitte am besten aus, weil sonst bleibst du komischerweise irgendwie noch so halb im Auto sitzen und so. Dann kann der Alex gleich wenigstens mitfahren, so lang. Genau. Bis später dann, ne? Wie mach ich das mit dem TS? Einfach disconnecten, oder? Ja, einfach disconnecten, alles gut. Bis später. Und dann nachher einfach wieder in den Channel hier reinjoinen. Ne, einfach wieder auf den Teamspeak und wieder auf den Server und dann kommst du automatisch wieder hier rein. Alles klar, dankeschön. Bis später. Bis später. Achso, Jungs und Mädels, ihr könnt auch mit den Tasten 1 bis 9 könnt ihr so Handbewegungen machen, ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ins Auto reingucken kann. Wenn ich mit zwei die Hand gebe, die kommt aus dem Auto raus. Nimm meine Hände aus. Aus die Männerhände, Alter. Männliche tote Hände. Mit den Tasten oder welchen? Guck mal, mein Kopf an. Der Bewegung machst du mit der Taste 1 bis 9, die oben sind. Und den F-Tasten. Kann ich wieder die andere Sicht? Das Enter auf den Number. Alex! Auf Block. Alex! Ja, toll. Alex! Ist nicht im Channel. Okay. Er ist nicht im Channel, der sitzt noch oben. Wo sitzt der oben? Eingangshalle. Der hat das Plugin nicht aktiviert, der Vogel. Da kommen unsere Kollegen von der Polizei. Das sind keine Kollegen. Sondern? Das sind einfach Polizisten, das sind keine Kollegen. Ja gut, das ich würde sagen, gesagt. Fahren wir trotzdem einfach mal eben kurz im Gefängnis, oder? Auf dem Gero raus. Ja, wir müssen aber Alex dabei haben, oder ist er nicht da? Wir müssen Alex dabei haben. Sonst wird's ja langweilig. Ich stelle ihn einfach vorne hinten. Und ich glaube, wir müssen dafür einen Helikopter kaufen, damit wir da schnell rein und rauskommen. Da wurde einer geblitzt. Map. Gut, ich hoffe, Gero ist dann da auch nachher alleine. Das ist toll, seine Pizza. Wo muss denn der Alex? Er ist wieder schlafen gegangen. Ich glaube, der hat es nicht ganz verstanden mit dem Plugin. Du meinst, hast du es nicht mit der Pizza verstanden? Wenn man sie in den Magen nimmt. Ey, das war ja Gero. Ist doch ein Real Life
Roleplay-Server, also kannst du Plugin nicht sagen. Als Ausrede nimmt man einfach Pizza. Oder man kann sein Handy nicht bedienen und muss es neu starten. Ja. Ihr müsst auf jeden Fall neuere Klamotten anschaffen für Frauen. Ja. Also Gero haben sie gefallen, er hat ja das gleiche an wie du. Für 5 Minuten. Ja, für 5 Minuten. Ich such mal ein Outfit raus. Vielleicht gibt's irgend sowas ähnliches. Ja, cool. Hier so eine Chloe rum. Ja, hallo, warum nicht? Was? Ja. Wäre so nice, wenn das gehen würde. Ja. Vom Prinzip her nur blaue Haare, die Mütze, also so eine. Schick mal, Delgen, schick dir mal, das ist keine Hippie-Mütze, das ist eine Beanie. Du hast keine Ahnung von soll. Warte mal, ich muss mir so. Delgen, schick dir mal ein Bild, wie ungefähr das Outfit cool wäre. Telegram geschickt, ne? Cooles Outfit. Muss jetzt nicht so komplett so gleich aussehen, aber wäre cool. Das T-Shirt, was sie da anhat, ist ein lämmischen Top, deswegen. Ein Tanktop? Hm, ich weiß. Alex, mach hin, ey. Helmut hat in die Gruppe. Weil Gero ist halt auch gleich raus, weil er ist halt nicht lange im Gefängnis drinne. Darum, Alex muss jetzt hinne machen. Und sonst lohnt es sich nicht mehr da hochzufahren und den da rauszuholen. Nee, das sind so nicht. Entschuldigung, wollte ich nicht. Also das will ich nicht dabei haben, das kleine Kind, tut mir leid. Hallo? Wer ist das? Man hört man die nicht. Weiß ich nicht. Oh, Alex kommt auch, er hat's geschafft. Also müsste sie gleich hier auftauchen. Was ist denn der Vogel? Er kommt doch sofort. Wow, das Bild, und ein Bulli. Das was? Schild, Hast du das Bild mal angeguckt, was ich dir geschickt habe? Ja, ich muss mal gucken, ob wir sowas in die Richtung haben. Wäre cool. Gucken, dass ich irgend so eine ähnliche P3D-Datei finde. Also, die, woraus Klamotten eigentlich bestehen. Und frag einfach mal Designer von uns, ob die das so in etwa designen können. Das wäre so richtig nice, das würde ich sofort anziehen. So. Weil das eine, du kennst ja meine Beanie-Mützen, ne? Vielleicht lohnt sich das gar nicht mehr, den rauszuholen. Delgen? Ja? Du kennst ja diese Beanie-Mützen, die sind da hinten sowas runter, die Mützen. Das ist ja so eine, die Chloe hier anhat, aber... Das ist so eine Lederjacke, die sie anhat, das ist so ein Top. Mit so einer Halskette mit 3 Kugeln, sieht man ja. Und dann so eine Hose, ein bisschen zerrissen ist, mit Hosenträgern und die Stiefel dabei. Das ist so geil, ich liebe dieses Outfit. Nächsten würde ich... Nächsten würde ich das auch mal crossplayen. Würde ich meine Haare zusammen machen und dann eine türkise Perücke aufziehen mit so einem Beanie drüber. Ich hab den Video gerade abgekotzt. Weil er immer noch nicht drauf ist. Ich glaube, der hat seinen Arm mal gerade geschlossen. Oh Mann. Ja, aber sonst wäre er schon nichts wieder drauf. Lass mal irgendwas machen. Langweilig mit mir rumeiern. Meine Schuld. Ihr wollt doch auf Alex warten. Ich hätte Gero schon längst rausgeholt. Ich hoffe, das ist man nicht. Oder wollen wir jetzt einfach eben schnell zum Gefängnis düdeln, Gero da raus? Mach ich das mal so und so. Ja. Können wir machen. Okay. Komm, ich fahre jetzt einfach hin. Wir brauchen doch wohl noch 5 Stunden. Cool. Lecker Pizza. Ja, guten Hunger, Gero, ne? Ja, aber der, wenn das wirklich funktionieren könnte, so ungefähr das Outfit zu designen, wäre geil.
dann kannst du mir das halt direkt geben. Galax Vittel. Vittel ist eine Wassermarke. Will. Ja, bitteschön, ne? Vittel, kennst du das nicht? Was? Kennst du das nicht, Vittel? Das ist eine Wassermarke. Nein. Das ist wie Gerolsteiner, Wolwig. Versteht ihr Gero und Gerolsteiner? Cool, kann ich ihn morgen, Montag in der Schule mit aufziehen. Welche Nadu Gerolsteiner? Der guckt gerade bei mir in den Stream zu, ne? Ich weiß, er schreibt mir auch gerade die ganze Zeit an. Ich muss das Ganze nach vorne gucken, weil wenn ich gegen die Richtlinie verstoße, wegen sexuellen Inhalten. Du weißt schon, dass wir dadurch auch gesperrt werden können. Auf Twitch. Wenn ich nach vorne gucke. Nein, ich meine mit sexuellen Anspielungen. Das wollten wir dir gestern eigentlich noch gesagt haben, ne? Lol. Ich hab nach vorne. Du hast gesagt, ich guck lieber nach vorne. Damit ich nicht, oder damit wir nicht gesperrt werden, wegen sexuellen Inhalten und so weiter. Ja, weil dann würdest du richtig mit Dennis und mir auch noch Ärger kriegen, oder Schatz? Aha. Weil dann müssten wir neue Accounts erstellen und alles, darauf haben wir echt keine Lust. Ja. Neue E-Mail-Adressen und alles. Kommen wir hier jetzt rüber? Ah, jetzt. Ja, scheiße, ja. Wir brauchen einen Helikopter. Ja, okay. Wenn du ein. Ruf einfach mal die ganze Zeit am Spawn nach Alex. Wenn du den findest, sag ihm mal, dass er mit dir da warten soll. Wem redest du? Ja, eigentlich mit Gero. Ich höre das gar nicht. Toll. Okay, ich weiß, fürs nächste Mal, wir brauchen einen Helikopter, um jemanden aus dem Gefängnis zu holen. Ein paar Cracker wären gut. LOL. Ach, jetzt hat der Alex das Problem mit dem Taskforce. Einmal an ausmachen. Hingeschrieben. Da vorne hat er es an. Ja. Wir hören schon, aber ein bisschen abgehackt noch. Mit abgehackt? Hörst du den Funk nicht? Hackfleisch, hackende Zerhacker. Funk nicht gehört. Ich höre den Funk überhaupt nicht. Drück mir STRG und P. Ja, ich bin auch eine ganz andere Referenz. War die normal? Ja, der AFK ist wahrscheinlich auch noch einer von uns. 3-7? Ich muss aber erst mal tanken fahren, sorry. Tu ja, oh, 68 kam mal zu schnell, scheiße. Und wer tankt jetzt für mich? Escape. Ah, sie tankt schon selber. Hörst du das jetzt? Ja, jetzt ja. Also es war irgendwie bei mir voll verstellt gewesen, keine Ahnung warum. Warum hat Delgen gerade nur Unterwäsche? Ich wollte erstmal die Pizza anschneiden jetzt. Ja, gönn dir, Gero. Ah, der auf Carla bewegt sich gerade. Er verarscht mich, das ist gescheit. Bye.
Er hat mich getötet. Tim hat mich überfahren. Wie liege ich down? Super, da kann ich gerade kotzen, ohne Witz, ey. Ich hab gesehen, wie die Tim ins Auto eingegangen. Ich stand da und das Auto war weiter nach vorne. Drehe ich mich so auf, am Ende ist das Auto gerade richtig kotzen. Versuchen die mich gerade wieder zu beleben. Geht aber irgendwie nicht, ne? Wusste ich nicht. 12 Minuten? Alter, ohne Witz, ey. Ich soll ihn gleich nicht so unschuldig tun. Da liegen meine ganzen Sachen rum. Mein Wasser und alles, ne? Ich hab grad Probleme, mich zu... Polizei, das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte fahren Sie rechts ran. Hier spricht die Polizei. Das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte fahren Sie rechts ran. Richtig geil. Hammer. Ist da einer? Dauert das jetzt noch, oder was? Ich den rufen. Zehn Minuten kann ich schon warten.
4 Stück online, 4 Stück auf dem Server. Gerade unterm Rock. Haben die mir eiskalt unterm Rock geguckt? Das. Mann! Ohne Witz! Ich würde gleich sagen. Ungefähr. 5 Meter ungefähr von dem Auto entfernt, so in dem Sinn. Fährt der Arsch rückwärts oder vorwärts? Ich weiß jetzt nicht, ob der vorwärts oder rückwärts gefahren ist. Nee, rückwärts ist er gefahren. Das Auto. Das ist unser letztes Mal ohne Scheiß. Hero da. Ja, Gero, das ist nicht mal witzig, ohne Witz jetzt. Und zack. Oh. Schönen guten Tag, die Dame. Tag. Julian, Dr. Julian Olaf, mein Name. Und was ist denn genau passiert? Ja, der Black Driver ist ins Auto eingestiegen. Ich stand dahinter, ungefähr 5 Meter dahinter. Auf einmal fährt er rückwärts und fährt mich um. Okay, gut. Und wie geht's Ihnen gerade? Ja, wieder besser, ne? Hier ist nur was schwindelig. Nur was schwindelig, aber sonst geht mir was besser. Okay, Sie. Ich bin gerade an der Tankstelle in Lechtal. Boah, ja, dann flieg höher, mein Gott, oder sowas anderes fahr mit dem Auto rum. Wer redet denn alles? Ich werde Ihnen jetzt einmal kurz. Können Sie mal Ihre Stimmen senken? Das wäre echt geil. Entschuldigung, geht nicht. Nein, kann ich nicht. So, gut, die Dame. Ich werde Ihnen jetzt ein Medikament gegen Ihre Übelkeit geben und dann sollte es, glaube ich, gleich besser sein, ja? Okay. Gut. Dorto, du hast die Zapfsäule vorne drin stecken lassen. Was nicht? Das war alles automatisch. Ja, ja. Oh, wie sollte es jetzt? Wie geht's Ihnen jetzt so? Weiß ich. Mir geht schon was besser. Wie oft wird noch okay, gut. Haben Sie denn irgendwo noch Schmerzen? Nee, jetzt eigentlich nicht mehr nur so. Okay, gut. Dann sage ich nur erstmal Bettruhe, ne? Sehr viel Bettruhe und erstmal auch nichts Großartiges mehr machen. Heute. Und die nächsten Tage. Und wenn es dann besser sein sollte, dann können Sie langsam wieder anfangen, irgendwelche Tätigkeiten auszunutzen. Ja, zu tätigen sein. Okay. Machen wir. Ja. Ja. Gut, dann dürfen Sie einmal langsam ausstehen, wenn es klappt. Ein Selfchen noch. Jetzt kriege ich hier Hilfe. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man aufsteht. Auf Donner und Blitz umstellen. Das machen Sie mit der X-Muskel. Ja, das will. Jetzt funktioniert's. Nochmal X-Muskel. So. Okay, ich sehe schon. Gut, schaffen Sie es denn bis zu meinem NEF noch? Okay, dann würde ich einmal gucken, dass ich Ihnen da die Schiene anlege. Ich habe Sie gerade akustisch nicht verstanden, weil hier zu viele durcheinander reden. Ja, könnten die Herren mal bitte ein bisschen wegtreten? Ich will hier gerade jemanden in Ruhe verarzten. Das wäre echt wunderschön. Jetzt abgeschlossen. Also jetzt, ich danke Ihnen.
zum Notarztwagen hingehen, oder? Zum NEF, genau, zum Noteinsatzfahrzeug. Oh, Leute! Was ist das hier, Alter? Hab ich in Ruhe geschissen, oder was? Einmal kurz mal hier einstecken. Wow! Alles Mormon? Und die Pone Pinocchio. Ich kann irgendwie gerade nicht anstecken. Oh. Herzlich, komm. Du musst nichts in den Kofferraum einsteigen. Boah, Leute, lacht mich jetzt nicht aus. Mein Gott. Ich dachte, du richtig kommst. Das würde ich niemals tun. Also mit schicken gleich Rettungskräfte dorthin. Wer ist das hier? Olaf. Ja, warte einmal kurz. Fahr sie einmal kurz ein Stückchen weg, weil mich nervt das Lamm so ein bisschen. So, gut. Ich lege ihn jetzt kurz mal die Dingens an. Ne? Der hat eine Frau in die Auto, also er geht jetzt erstmal Spaß haben. Du, die Dame. Ist angelegt, wie geht's? Ist zu eng oder? Nein, ist perfekt. Okay, gut. Dann dürfen sie auch mal wieder aufstehen. Er ist ein Mitglied. Mal ein paar Schritte gehen. Ich guck besser. Mal. Stanislav Kozlowski sind die Leitung. Kreislauf her. Auch in Ordnung. Okay, gut. Das freut mich schon mal. Sonst, wenn auch mal was sein sollte, dann kontaktieren sie uns sofort wieder. Oder die Polizei, die funkt uns sofort an. Okay. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Okay, wo bist denn du? Danke. Ach, da sind sie ja. Also. Ah, okay, sind wir wieder. Hallo. Ja, Tim, ich bin sauer auf dich, ne? So? Du bist ins Auto eingestiegen, bist rückwärts gefahren. Das muss nicht sein. Ich bin das nicht gewesen. Doch, du warst ins Auto eingestiegen. Ich hab's gesehen. Nein, ich bin nicht. Ich schwöre, ich bin nicht. Du kannst das hinterher im Stream nachschauen. Ich hab gesehen, wie du eingestiegen bist und dann rückwärts gefahren bist. Ich bin nicht eingestiegen. Ich stand draußen. Nein, du warst oder wohl eingestiegen. Oder du saß noch im Auto. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin nicht. Du warst der Einzige gewesen, der eingestiegen ist ins Auto. Ich schwöre, ey. Ich schwöre dir, ich bin nicht ins Auto eingestiegen. Vor allem, ich stand eigentlich paar Meter neben Dennis ungefähr. Dennis war paar Meter von mir entfernt. Ich war hinter dem Auto und du warst eingestiegen. Alex war nicht da. Der Delgin war woanders gewesen und Gero war auch überhaupt nicht da. Nur du warst ins Auto eingestiegen. Ich schwöre dir, ich bin in der gesamten Zeit, in der ich auf dem Server bin, noch kein einziges Mal ein Auto gefahren. Obwohl, ist jetzt scheißegal, ich bin ein bisschen pissig, weil ich das nicht in Ordnung fand. Wenn du meinst, also ich meine, ich hab dich nicht umgefahren, ich bin auch noch nicht gefahren. Du kannst dir ja hinterher gerne den Livestream nochmal anschauen, diese Stelle. Dann siehst du aus, dass ich nicht gefahren bin. Alex, du siehst so komisch aus. Ja, Standard-Ding, ey. Ich hab noch gar nichts gekauft. Ja, frag mal Delgin, der hat uns die Klamotten gegeben. Ich muss mich erstmal hier einfinden mit Enter, dass du selbst, wenn du nicht in den. Och man, Junge! Ich bin tot, Leute! Nein! Dennis ist rausgeflogen, Leute! Wer ist gefahren? Ich! Nein, in der Limousine. Wer ist da gefahren? Delgin, ja super! Ist der Delgin selber gefahren? Ich hab schon Medi gerufen, Leute. Ja, ich auch. Hilfe! Ohne Witz, Alter. Dennis ist gerade vom Server geflogen! Dennis gerade aus? Spawn-Auswahl. Ich hab ne Spawn-Auswahl. Oh, scheiße. Und, wie geht's euch so? Ja. Ich hab gerade einen Unfall gehabt, jetzt schon wieder einer, geil. Also, ich bin, glaube ich, seit 10 Minuten auf dem Server und schon tot, ja. Ich hab schon... Weißt du, ich wollte gerade eigentlich nur hier an diesen Scheißstraßenrand campen gehen und dann... da kommt so eine Kacke. Aber auch natürlich genau vom Polizeiakku, ne? Belgian, Dennis hat ein Problem. Ich hab die Spawn-Auswahl. Ja, wir auch. Ich nicht! Ich sehe alles, ich sehe das Auto.
Ich sehe auch noch ein Auto, aber oben steht der Respawn-Knopf. Heißt, wir könnten theoretisch respawnen, aber wir müssen jetzt warten, bis der Medic uns packt, kann uns überhaupt nicht rausziehen. Ich habe den aus Versehen gedrückt mit dem Enter. Ja. Wahrscheinlich, ja. Bei mir ist der noch ausgetraut, 11 Minuten. Ja. Du auf Request Medic gedrückt hast. Ich hab nur Request Medic gedrückt. Damit der Medic wegkommt, Leute, ohne Witz. Ja, der ist ja schon da. Wollt in die Augen sehen, dann zack. Und was hattet ihr eigentlich so vor? Ja, ich wollte eigentlich kurz Autos holen für uns alle. Und da liegen also, Koffer auf der, auf, neben uns. Ja, das sind unsere Sachen, die wir als im Z-Inventar dabei haben. Vor allem wie die Leichen aussehen, das sieht einfach so geil aus. Wie kann ich ja reingucken ins Auto? Ich sehe nur das Auto von oben. Ich kann gerade gar nichts. Hey Dennis. Ja. Auf dem anderen Server, wo wir gespielt haben, sah das nicht das so geil aus, da bist du aus dem Auto geflogen. Mhm. Oder das Team. Die brauchen jetzt ganz viele Leute, die sich ins Auto Warte bringen, mal, kriegen rausfliegen. Die uns eigentlich aus den Fahrzeugen raus? Weil ich habe abgeschlossen, ja. Glaube ich. Oh, super. Wobei die Polizisten können da einsteigen. Das Auto brennt, glaube ich, ne? Das qualmt ein bisschen. Ja, es könnte auch passieren, dass es hochgeht. Ja, geil, Delgen. Ey, so eine Limousine ist nicht teuer. Ich wollte ihn überholen, ja, und auf einmal zieht er da nach rechts wieder rüber. Ja, weil ich da auf diesen scheiß Beton... Das Geile ist, die Medics... Medics also sind da gerade erst von der einen Stelle, jetzt kommen die hier rüber. Super, Leute. Ja, das erklärt doch schon alles. Frau war am Steuer. Nein, also bei den Auto ja, aber ich nicht. Wow. Die schöne Audi. Wie könnt ihr nur? Tim lebt was wieder. Was soll ich jetzt machen? Du siehst gerade die Spawn-Auswahl in Lakeside und so, ne? Ja. Ja, dann Spawn auf Lakeside. Ja. Ist alles versteckt, ne? Ja. Dennis, bei mir ist egal, ich hab eh noch nichts. Oh, Scheiße, die finden die Waffen. Die sind alle am Arsch. Ja, super, Leute, ne? Ich bin zum zweiten Mal tot. Super, geil. Dennis, du musst das aus dem Knast holen. Ich hab grad eine Schiene am Bein bekommen, damit ich wieder laufen kann, Leute. Ich bin vielleicht, lass es 15 Minuten sein auf dem Server, ich sterbe und werd jetzt noch, kriegt noch irgendwie Strafe. Wollt ihr mich eigentlich flachsen? Also vielleicht. Ich bin aus dem Auto, ich werd wiederbelebt. Ich bin immer noch im Auto drinne. Wir sehen uns. Ich helfe euch. Ah, jetzt bin ich auch aus dem Auto raus. Also, wen hole ich als erstes aus dem Keller? Ich liege neben dem Baum, aber ich kann noch nichts machen. Die werden sehen, dass ich schon wieder bin. Okay, komm, lass uns zusammenspielen. Wir fahren alle mit dem Wohnmobil. Dennis kann uns noch nicht mit anfunken, Leute. Achso, das mit dem Funk müsst ihr mir dann erstmal erklären, wenn ich ein Funkgerät hab, gell? Ja, müssen wir gleich machen. Wenn Dennis auch wieder da ist, Dennis kann gar nichts machen, der sucht uns noch. Aber die neue Tastatur ist so geil. Mann, die versuchen mich gerade zu wieder zu beleben. Ach, super, Leute. Ah, warte, ich hol den da raus. Aber du dich mal um die Damen. Und war der links ja. Ja, Moment, erstmal hier die, den hier drin ist. Gegen Fahrbahn. Und erstmal, dass die ohnmächtig sind, das Wichtige im Moment. Ja, okay. Ja, ich verbinde hier noch ein bisschen und nee, ja, das ist ja, ne? Zu, deswegen ein paar Pizzchen können wir nein, gucken, nicht, nein, boah. Boah. So, auch fertig? Soll ich immer sagen, wie wenig das Sie sollten eigentlich wieder. Ich weiß. Achso, du kriegst den D wieder ran? 50.000. Dass ich austoben kann. Ich hab. Das ist super, Alter. Oh, mein Bein. Ach, scheiße, sorry. Boah. Ja, ich hab gedacht, kommt da nicht dran. Also sollten noch ein paar Schmerzen da sein, das eh wegen Blow Flicker und so weiter. Ey, dieser komische Typ, der sieht irgendwie den Händen raus. Raus. Da müssen wir alle einsteigen. Natur muss Jung, ich kann die Hühner nicht mehr raus machen, du Idiot. Wer ist denn hier noch so... Trotzdem. Also, ich hab noch immer was an meinem Bein. Alle einsteigen. Hey, hier ist noch ein Brustloser. Hallo. Was? Hier. Und, wie geht's euch so? Also, ich geh mal was aus zur Seite. Autsch, mein Bein. Ohne Witz. Das war nicht meine Schuld. Alle verletzten Personen kommen bitte rein. Bist du gerade hier ran? Ja, ich bin gerade rein. Ich verstehe gerade kaum, was da alles durcheinander quatschen, Leute. Wir alle, also alle Verletzten sollen jetzt irgendwo hin, aber ich weiß nicht wo. Einmal bitte auch einer vor dem RTW sammeln, die alle Verletzten vor dem RTW sammeln, bitte. Aua. Du hast übrigens schon spezielle Kleidung, die kann man nicht kaufen. An alle Leute, einmal bitte in den roten, das rote Auto hier einsteigen, damit wir die Person rauskriegen. So, ich kann damit ja einsteigen.
Auch ich, weil ich noch verletzt bin. Ja, jetzt da. Und jetzt reicht's, alles reicht. Kann ich hier was reparieren? Komm ja dann genau richtig. Machen Sie einfach Ihre Arbeit. Da ist ein kaputtes Fahrzeug und da. Oh. Bist du schon dabei? Oh. Ja. Mein Name ist Bein. Wie geht's denn euch so? Oh. Was denn? Alle Verletzten bitte am besten weißt du, einmal hinlegen. Dein Bein. Wie legt man einmal bitte hinlegen. Ich weiß nicht, wie das geht. In Y. Y? Witzig. Wo sind denn mein Chef? Was? Aber bitte einfach liegen bleiben, ich verbinde sie dann. In Marcel. Was? Ja, ich weiß. Okay. Ja, ich hab einfach liegen bleiben. Mitte der Woche geschrieben, du am Wochenende. Einfach liegen bleiben, der Herr mit dem Roten. Chef. Sie auch nochmal bitte liegen bleiben, alle sind nur verbunden. Hier, Boss? Ja, war mega geil. Ja, ne? Bei den Leuten mit den kaputten. Ein Kollege Beinen. Kommt gleich noch rum und näht das noch zu. Wow. Dings da. Wie geht's denn euch eigentlich allen so? Scheiße, ne? Mir geht's schon was besser als eben. Ich wollte Ihnen hier meine Klamotten reinigen. Wollt ihr mal alle mit in meinem Wohnmobil fahren? Ich vermindere. Machen wir bitte alle. Gehst du die hier alle? Hallo. Alle Mann mal Schnauze halten. Und Sie so, vielleicht nicht einmal so sauer? Alle, sonst kann ich die nicht mit Staubzauber schneiden. Ich mach die extra so, dass du die vermindern kannst. Also, lieben gerne. Ja, und brauchen Sie sonst immer ein soweit erstmal nicht verletzt ist. Jetzt sehen Sie, jetzt haben Sie die Erlaubnis, sogar einen hohen Bahn anzufassen. Du bist gemeint, Tim. Ach, mir geht's wieder gut. Ich hab genau gemerkt, dass der neben mir ist. Standby. Ich danke Ihnen. Super. Ja. Ich kann ja meine ganzen Sachen. Und irgendjemand auch hier am Bluten. Oh, das sind meine Sachen. Auch zu. Deswegen sucht das. Ich kann jetzt aufstehen? Das ist doch egal. Und Sie wollen sich irgendwie verarschen, wenn Sie sich verarschen. Vielleicht unter dem RTW wegkommen, mein Schnitzel. Hui. Und jetzt wieder. Ich bin da gerade in meine Augen rein. In den ADC. Achso. Ich dachte. Jetzt so ein Feuerball, Junge, das wäre so geil. Ja, da werden aber alle mit. Oh. Auch zu. So. Ja, danke. Ja. Oh. Falls noch eine verletzte Person hier, falls noch eine verletzte Person ist, meldet die sich bitte einmal hier bei mir. Tschüss, war schön alles, mit euch. War ich. Mal, lass uns mal kurz an Türen gucken. Ja, warte. Alles gut. Aufsicht an. Irgend... Alles gut. Irgendwelche Verletzte jetzt hier noch. Ey, ja, die Polizei kommt dafür gerne bestimmt auf. Ne? Was? Gib mir die Rechnung. Ich denk mal, das ist ein Nein. Warte mal. Auf geht's! Ich muss gerade überlegen. Auf genau. Geht's, ab geht's, drei Tage war. Zwei, drei, Chef. Cool? Oh. Ja. Ich denk mal, Mit acht Reifen. Genau, zwei, acht. Ja, mein Lieber. Oh, acht von jedem Fahrzeug. Ich muss mal kurz, noch kurz nachkommen. Ja. Meine Hupe geht wieder, wie cool. Jetzt ging's super, es wird Vollgas. 2000... Ja, klar. Nur zwei kaputt. Leute, kann das sein, dass man... machen für die Jungs? Ja. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, das sind 3500 gewesen. So. Noch. Nein, Herr, ohne Scheiß, ich weiß doch, wie viel das waren. Vor allen Dingen. Tschüss. Nochmal auf den Rucksack. Nein. Sind wir alle dabei? Auf den Rucksack. Ich bin da. Also. Du bist da. Du bist eigentlich einer der Unwichtigen, aber. Delgen? Tim ist da, Niki ist da. Dennis müssen wir nachholen, ne? Ich bin doch schon da. Ja, so. Delgin, meine Waffen sind weg. Ich hab nur noch Munition. Ich weiß, ich hab gar nichts. Meine wahrscheinlich auch. Oh, ich hab meine AK noch, das ist gut. Ja, ich hab nur Munition. Ich hab meine noch. Mein Leute, was wollt ihr denn? Ich hab noch gar nichts. Alex, ich hatte was und hab jetzt gar nichts mehr. Dennis, ne, also zoll mal nicht rum hier, ja? Ich bin mal ganz kurz auf der Toilette, okay? Bin direkt wieder da. Aus dem Auto aussteigen, ne? Also, du pinkelst mir da jetzt nicht ins Ohr. Oh, bis gleich. mir ist gerade zu Ohren gekommen, dass auf einmal die 40 Staatsbürger im Staate erreicht wurden. Ja, gut, okay. Ich bin dafür, dass wir mal kurz so ein bisschen Spaß hier an der Rennstrecke haben. Was haltet ihr davon? Jo! Ihr kriegt ein vernünftiges Auto. Bevor wir Spaß haben, kurz so ein bisschen rumfahren. Was denn? Bevor wir Spaß haben, würde ich echt gerne mal wissen, wer jetzt Niki umgefahren hat, weil ich wurde gerade eben von Niki beschuldigt und ich finde das eigentlich nicht fair, weil ich habe Niki nicht umgefahren. Ich habe selber Niki erst vorne vorgefunden. Ich saß eigentlich gar keiner im Auto, oder nicht? Eigentlich saß keiner im Auto. Draußen. Ich habe sie nämlich einfach nur vorne tot liegen sehen. Ja, ich habe versucht, das Auto zu tanken, also. Ja, ich habe dich ja sogar noch, Vielleicht war es auch einfach ein verspäteter Dösing, das weiß ich wahrscheinlich noch nicht. Mein Gott, komm, sie steht doch wieder hier, sie sitzt ja wieder neben uns.
Mit was wollen wir denn gleich fahren? Monster Truck? Haben wir Formel 1 Autos? Die haben die meisten nicht. Formel 1. F1? Ne, gibt's nur. Also, mir ist egal, ich hab eh alle DLCs, also. wir fahren alle mit Stridern, Junge. Oder ich nein, schon Mods. Wir gehen einfach alle zu Fuß. aber erstens rufe ich mal kurz hier eine Sperrzone aus, damit die kein anderer Zivilisten kommen. Ja. Warte mal, wo sind wir hier? Das ist doch die Rennstrecke, ne? Ja. Jo, was? Ein Rennen oder wie? Ich bin wieder da. Hi. So. Ja, was? Das kann vorhin auch einfach nur ein G-Sync gewesen sein. Nee. Server aus, dass er einfach geleckt hat. Dass das Auto noch nicht bewegt hat. Weil ich hab nämlich Dingens, Jo, schon beim Tanken zugeguckt. Aber ist jetzt egal. Ich weiß gar nicht, was jetzt gemacht wird. Hier wird gleich ein Rennen veranstaltet. Wegleitung. Check it. Es gibt keine Formel 1 Autos. Was hätten wir denn gerne? Ja, Leute, ich kann da eh keine Map lesen. Ich hab auch keine Map. Du musst einfach Gas geben. Du musst nur diese Rennstrecke fahren. Formel 1 Auto, ich sag, ob es geil ist oder nicht. Also, warte mal, ich mach mal kurz noch für Alex und für Gero Night Vision. Hab ich auch nicht. Ja, ich mein vernünftiges. Siehst du es nicht, wie ich Night Vision habe? Alex, wir sind eigentlich am beschissensten dran. Ja, drück mal alle N, seht ihr dann alles im Bild? M oder N? Ja, du musst hier noch das Night Vision aufheben. Was muss ich aufheben? Nein, du nicht, Nick. Was auf dem Boden liegt. Hallo? Dann drück einfach mal N. Ob ich, was ich eigentlich noch... Kann ich helfen? Warum also mal gucken, ob du was im Rucksack noch hast. Also, warum ich verstehe nichts, wenn alle durcheinander quatschen, was Dennis mir sagt. Drück mal N. Was? N oder M? N, Digga. N, nicht N. Ja, das ist ja das. Aber ich habe N gedrückt. Du hast M. Nein, habe ich nicht. Ich habe N gedrückt. Du musst erstmal da raus. Das ist die Night Vision. Aber Alex, hast du auch? Ja, aber die sieht man gar nicht. Also mit N geht sie an. Ja, die soll man ja auch nicht sehen. Ah, gib mir auch nochmal eine vernünftige. Ja, die liegt ja auf dem Boden irgendwo. Das ist lustig, Junge, dass die gefunden sind. Hier. Nee, doch nicht. Das ist vom Auto. Ich weiß es nicht, vielleicht ist auch das Problem, ist jetzt egal. Ja, holen wir uns gleich wieder neue Waffen oder was? Hast du die auch nicht mehr im Rucksack? Nein, die haben sie uns abgenommen. Es wurde aber eben auch gesagt, dass uns die Waffen weggenommen worden sind. Ich hab meine alle noch. Ja, ich hab meine Arkane. Warum ich mich gerade? Ich habe gar nichts mehr. Es ist so, wenn man stirbt, dann kann es sein, dass die Waffen außerhalb deines Körpers spawnen oder rausfallen halt. Und dann können die Polizisten die halt aufnehmen. Ja, geil. Das heißt, ich habe nur noch meine Munition. Ich bin erst und trinken mehr. Nur noch eine Spitzhacke. Warte. Ich muss mal kurz für den Whitelisten. Ja, ich habe auch nichts mehr zu essen und zu trinken. Das Einzige, was ich habe, ist ein Nachtsichtgerät. Ja, ich auch, Dennis, willkommen im Klo. Ja, wir müssen uns gleich wieder essen. Wie mache ich das mit dem Funk nochmal? Schiff, verstellt das. Was? Die genau in der Mitte. Da kann ich über den Funk hören. Ja. So. Ich will mal was zu essen machen, Schatz. Kein Wunder, dass Auto einen Fall gab, ey. Bei der Uschi liegen. Vorne am Steuer, das wird teuer. Weil Dennis und ich gehen gleich mal AFK essen machen. Ich hab Pizza bestellt. Haben wir gestern schon. Mexikaner. Dennis, lecker Flying Pizza. Pizza bestellen wäre eigentlich gute Idee. Ich hab zwar erst gestern, aber ich bin eh einer jeden Tag. Wow. Ich hab zwei Stück gegessen, Alter, erstmal wieder wegfangen.
gib mir nach. Moment, es gibt noch von der von gestern ein Stück. Eins hoch essen, Schatz. Ah, gib mir jetzt. Weiß noch nicht, wo du hingetan hast. Ja. Aber Dennis? Oben, glaub ich. Dennis? Moment. Es geht auch selber, Alter. Niklas, du Spaß, Mann. Das geht auch selber nach dich Gerät, was ich hab. Ja, was drauf. Ist das, du Vogel? Ja. Ja, warum du, sagst du denn die ganze Zeit, du brauchst noch eins? Ja, du hast gesagt, vernünftiges. Ja, das ist doch vernünftig. Das ist der komplette Bildschirm und das ist unsichtbar. Was ist denn daran nicht vernünftig? Wieder meins, Alter. Ey, das ist besser. Ja, wenn du die ganze Zeit mit so einem Finger da auf dem Kopf rumlaufen willst, viel Spaß. Da kann ich nämlich das hier machen. Guck, Also mein Handy-Display dürfte nicht größer sein. So, was wollen wir denn für Autos nehmen, Jungs und Mädels? Mädels, hast du Lambo, hast du Lambo da? Ja, klar. Er kann alles spawnen, er ist Admin. Ja, gleich. Du musst dann gleich nur vor mir weggehen, wenn ich was spawnen soll. Boah, geil, Alter. Warte mal, ich habe gerade so übelst den heftigen Truck gesehen, warte mal. Warum laufe ich denn so langsam? Ich kann noch sprinten. Mal W und S. Was ist denn jetzt eigentlich? Ich weiß auch nicht. Was ist? Ach, der Deutsche wollte irgendwelche Autos besorgen. Warum laufe ich denn jetzt da? Wir fahren jetzt ein Auto. Der holt jetzt Auto. Kann sein. Und dann fahren wir ein Rennen auf der Rennstrecke. Alex, kann sein, dass sie dich nicht verbunden haben, ne? Wie? Nee, nein. Ich kann ich nicht mehr schnell laufen. Weil du vielleicht auch. Hast du keine Ausdauer oder zu viele Sachen dabei? Ja, aber ich würde gerne mal was zu trinken, was zu essen kaufen im Spiel, ne? Nein, nicht rennen. In 10 Minuten ist E-Server Restart, das heißt, ich nehme jetzt einfach irgendein Auto. Was wollt ihr für ein Auto? Sagt einfach eine Marke. Audi! Audi! Dennis, ich meine nicht rennen, ich meine mit rechter Maus, dass du kannst schnell langsamer und ich laufe aber nur auf dauerhaft langsam. What the fuck? Ich hoffe, damit kann man fahren. Nee, warte, die sind verkehrt rum, alle nicht dran sollen. Echt geil. Ich möchte gerne ein Audi haben. Ja, das sind die Tron-Bikes. Ja, gut, Niki, du kriegst ein Audi. Was für ein Audi? Was gibt's denn? RS4, RS5, RS6. Ja, ein 6. Ich bin den stärksten. 5. Ja, ein Audi RS6. Was möchten die anderen? Ferrari, Bugatti, ich hab alles hier. Wow. Lamborghini Gallardo. Das ist meins? Ja. Aventador. Hallo? Nicht. Wow. Alter, nicht rückwärts fahren. Nicht rückwärts fahren! Mit der Maus steuern. Also, lenk, links. Also, warte, Gero wollte Bugatti, hä? Die und A zum Lenken und F zum Bremsen oder rückwärts. Den will ich auch. Der ist cool. Ich hab aber ein Audi, ein Kombi. Wie hupt man? Wahrscheinlich hast du entweder zu viel bei dir oder hast du keine Ausgabe mehr oder so. Das machst du mit dir und. Ja, Niklas? Das ist das super. Ja. Was wollt ihr? Da fährt irgendwer schon rum. Achso, ja, genau. Lamm Boden. Können wir schon losfahren? Ja, okay, bei L hast du nicht. Ein Vinimo, ein Aventador, GT1, ich glaube, den Dingens habe ich nicht. Ich habe noch einen Reventor und so. Wow! Ich fasse wieder ein Geil! Also ich fahre auf jeden Fall kein Auto mehr. Ich bin tot! Sagt zu den Leuten, ich bin... Ah, schon! Hammer.
Also ich darf kein Auto fahren. Die werden mich gleich wie dumm verkaufen. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich denn sagen, wenn die fragen, warum ich also. Okay. Für Mieterbot werde ich wieder belebt. Dritten Mal. Nein. Na toll, es ist kein Sanitäter auf dem Weg. Nein. Mano! Es ist kein Sanitäter auf dem Weg, Leute! Lass mal gucken, dass sie mich meine mal wiederbelebt. Und es kommt kein Medik. Weiß. Geh du Iverson. Ja. Ja, sie bräuchte auch noch ganz dringend Hilfe. Ja. Ja. Aber sie ist schon mal wieder da. Ja, aber. Wenn sie schon gerade dabei sein könnten, ist ja eigentlich schon den Herrn Bluebiker hier einmal. Hero, ich mache einen Feuerball aus dir. Soll ich mal versuchen aufzustehen? Ich mache einen Feuerball aus dir. Mach jetzt die Türen jetzt, Junge. Warum kann ich nicht mehr normal schnell machen? Na und? Mhm. Mach weg, wenn ich mache es. Warum? Weil du vielleicht stark verletzt bist? Was? Bin, nee, hier, ich bin ich verletzt, ja. Oder? Sehr gesund steht bei mir, deswegen. Bei meinem hast du Blut an deiner Hose? Sehe ich nicht. So, große Feuerball, Junge! Ja, du blutest.
Feuerball! Feuer! Eine Frage, kannst du mir zufälligerweise ein Lambo als Dienstfahrzeug besorgen? Nach der Matrix. Wieso kann ich nicht in eure Richtung gehen? Doch, so ganz aus Versehen ist da einer erschienen. So ganz aus Versehen, ja. Ich lauf... Mal ganz kurz unser Wundermittel. Hey, immer noch. Stein hilft ja? Kurz nach. Ach so, ja, für die meisten Sachen, die... Und die Frutti, wem geht's noch nicht gut? Nein. Ja, ich humpel irgendwie noch. Du läufst doch irgendwie ganz schief. Es ist eh gleich in genau einer Minute. Ich kann auch nicht mehr normal reden. Tim, ja? du kannst doch bestimmt gut mit dem Fallschirm fliegen, ne? Wieso? Das ist nicht Infista Parachute Target. Ich muss noch geheilt werden. Irgendwo am Himmel ist er. Hallo Tim, du bist ganz groß, klein. Das ist eh gleich Matrix, in 10 Sekunden oder so. Wo bin ich? ist eh gleich Matrix, ne? Also ich weiß nicht, wie man Fallschirm hier öffnet. Warum fliege ich? Fallschirm öffnen, alte Fliege. Ja, du hast doch gesagt, du kannst gut Fallschirm fliegen, dann dachte ich immer. Alex, wie gehst du? Das ist echt lustig. Also, ich dachte, wer ist fertig. Oh, Alex. Ich komme wieder in eure Richtung. Ja, der wurde in die Luft gejagt von Dings, da ist eh eine Sperrzone, da durfte ich nur gerade mal hin. Ja, nee, das ist jetzt genau 10 Sekunden oder so, Matrix. Da ist mein Zeit noch an. Ja. Warum sehe ich meinen Charakter nicht? Das Auto ist hässlich und fertig. Ich bin vom Boden, nochmal jetzt vom Medic. Ich brauche nochmal Medic, Leute. Ist eh gleich Matrix. Geil. Arsch. Wo ist denn die Tür? Verbindung zur Sitzung abgebrochen. Verbindung. Double Restart. Ja, sieht gleich noch aus. wenn jetzt Double Restart ist, ich will mir ganz schnell irgendwas zu trinken. Bis gleich. Den brauche ich. So, jetzt müssen alle hier sein, ne? Wir sind 6 Leute. Ja, kommt hin. Naja, Niki, wir müssen erstmal Essen machen. Ja, mach das. Ja. Ja, du warst echt ein schöner Feuerball. Aus. So ein großer Feuerball, Junge. Aber hat Spaß gemacht. Ja, war lustig. Lass mal nochmal machen. Wie lange dauert es, bis der Server wieder da? 2-3 Minuten. Sei denn, Justin ändert jetzt was sein kann, aber ich nicht glaube. Gut, jetzt haben wir auch ein bisschen Spaß gehabt. Niki hat es eher.